beteiligt auch Beamte der GSG 9 und mehrerer Spezialeinsatzgruppen. Hunderte Morde, viel Geld und eine Menge an Drogen. Im heutigen Video geht es um Griselda Blanco, eine legendäre weibliche Drogenhändlerin. In den frühen 1980er Jahren war sie einer der gefürchtetsten kolumbianischen Drogenbosse in der Unterwelt von Miami. Bekannt als La Madrina, stieg die kolumbianische Drogenpatin in den frühen 1970ern in den Kokainhandel ein. Eine Zeit, als ein gewisser junger Pablo Escobar noch am Autos klauen war. Während Escobar in den 1980ern zum größten Drogenboss aufstieg, war Blanco vielleicht die größte weibliche Drogenhändlerin. Es ist unklar, wie eng sie mit Escobar verbunden war, aber es wird gesagt, dass sie ihm den Weg geebnet haben soll. Andere hingegen bestreiten dies und behaupten, dass die beiden tödliche Feinde waren. Sicher ist, dass Griselda Blanco sich in den 1970ern zunächst als Drogenhändlerin einen Namen machte. Während sie dann in den 1980ern zu einer wichtigen Akteurin in den Drogenkriegen von Miami wurde. Während ihrer Schreckensherrschaft machte sie sich unzählige Feinde in Kolumbien und den Vereinigten Staaten. Von Schießereien in Einkaufszentren, über Motorradattentate im Vorbeifahren, bis hin zu Hauseinbrüchen, Griselda Blanco war eine der tödlichsten Frauen im gesamten kolumbianischen Kokainhandel. Es wird angenommen, dass sie für mindestens 200 Morde verantwortlich war, andere Quellen gehen sogar davon aus, dass sie für möglicherweise mehr als 2000 verantwortlich sein könnte. Die Leute hatten so viel Angst vor ihr, dass ihr Ruf ihr überall folgte, wohin sie auch ging, sagte Nelson A., ein ehemaliger Ermittler der Mordkommission. Griselda war schlimmer als jeder der Männer, die damals in den Drogenhandel verwickelt waren, wird der Ermittler zitiert. Trotz ihrer Brutalität genoss sie auch die feineren Dinge des Lebens. So hatte sie eine Villa in Miami Beach, Diamanten, die sie von der argentinischen First Lady gekauft hatte, und ein Vermögen in Milliardenhöhe. Nicht schlecht für jemanden, der in einem Armenviertel in Kolumbien aufgewachsen war. Die 1943 geborene Griselda Blanco begann ihr kriminelles Leben schon sehr früh. Als sie gerade einmal 11 Jahre alt war, entführte sie angeblich einen 10-jährigen Jungen, erschoss ihn und tötete ihn, nachdem seine Eltern kein Lösegeld zahlen wollten. Körperliche Misshandlungen zu Hause zwangen Blanco bald, direkt auf die Straßen von Medellin, wo sie mit Taschendiebstahl und dem Verkauf ihres Körpers überlebte. Im Alter von 13 Jahren bekam sie ihren ersten Vorgeschmack darauf, wie man aus Verbrechen ein großes Geschäft machen konnte. So lernte sie Carlos Trujillo kennen und heiratete ihn später. Er war ein Schmuggler von Immigranten in die Vereinigten Staaten. Obwohl sie drei gemeinsame Söhne hatten, hielt ihre Ehe nicht lange. Blanco ließ Trujillo später in den 1970er Jahren umbringen, der erste ihrer drei Ehemänner, der ein unnatürliches Ende fand. Es war ihr zweiter Mann, Alberto Bravo, der sie in den Kokainhandel einführte. In den frühen 1970ern zogen sie nach New York, wo ihr Geschäft explodierte. Sie hatten einen direkten Draht zu dem weißen Pulver in Kolumbien, was der italienischen Mafia einen großen Teil des Geschäfts wegnahm. Blanco fand einen zu der Zeit raffinierten Weg, Kokain nach New York zu schmuggeln. Sie ließ junge Frauen in Flugzeugen mit Kokain fliegen, die in ihren Unterwäschen versteckt war, die Blanco speziell für diesen Zweck entworfen hatte. Da das Geschäft boomte, kehrte Bravo nach Kolumbien zurück, um den Exportbereich umzustrukturieren, während Blanco das Imperium in New York weiter ausbaute. Aber 1975 fiel alles auseinander, die beiden wurden während einer großen Ermittlung der Drogenbehörde namens Operation Banshee verhaftet, der größten Ermittlung zu dieser Zeit. Bevor sie jedoch angeklagt werden konnte, gelang Blanco die Flucht nach Kolumbien. Dort soll sie ihren zweiten Ehemann Bravo in einer Schießerei um fehlende Millionen getötet haben. Die Legende besagt, dass Blanco eine Pistole aus ihren Stiefeln zog und Bravo ins Gesicht schoss, gerade als dieser ihr eine Kugel aus seiner Waffe in den Bauch feuerte. Andere glauben jedoch, dass es Pablo Escobar war, der ihren Mann tötete. Unabhängig davon, welche Darstellung zum Schluss nun wahr ist, hat die Autopsie von Griselda Blanco später gezeigt, dass sie tatsächlich eine Einschussnarbe auf ihrem Oberkörper hatte. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes erhielt sie einen neuen Titel, die »Schwarze Witwe«, wie sie genannt wurde, hatte nun die volle Kontrolle über ihr Drogenimperium.
Nach der Verhaftung schickte Blanco weiterhin Kokain in die Vereinigten Staaten, während sie ihr Geschäft von Kolumbien ausleitete. 1976 schmuggelte Blanco sogar angeblich Kokain an Bord eines Schiffes namens Gloria, das die kolumbianische Regierung im Rahmen einer 200-Jahr-Feier nach Amerika geschickt hatte. 2 Jahre später heiratete sie dann Ehemann Nummer 3, einen Bankräuber namens Dario. Im selben Jahr wurde ihr 4. Sohn, Michael Corleone, geboren. Da sie sich die Rolle der Patin zu Herzen nahm, hielt sie es offenbar für passend, ihren Jungen nach einer Figur aus dem Film »Der Pate« zu benennen. Dann nahm sie Miami ins Visier, wo sie später als Königin vom Kokain bekannt werden sollte. Als frühe Pionierin des Kokainhandels in Miami nutzte Blanco ihre enormen Fähigkeiten als Geschäftsfrau, um die Droge in so viele Hände wie möglich zu bringen. Sie veranstaltete auch wilde Partys, die von allen wichtigen Akteuren der Drogenwelt besucht wurden. Aber nur weil sie ihren neu gewonnenen Reichtum genoss, bedeutete das nicht, dass ihre gewalttätigen Tage gezählt waren. Einigen Quellen zufolge zwang sie Männer und Frauen mit vorgehaltener Waffe, mit ihr Sex zu haben. Blanco wurde auch süchtig nach dem Rauchen großer Mengen von unraffiniertem Kokain, genannt Bazooka. Doch sie bewegte sich immer mehr in einer gefährlichen Welt. In Miami gab es eine zunehmende Konkurrenz zwischen verschiedenen Fraktionen, darunter das Medellin-Kartell, das zu dieser Zeit eine Menge Kokain einflog, so brach bald folglich ein Konflikt aus. Von 1979 bis 1984 verwandelte sich Südflorida in ein Kriegsgebiet. Die ersten Schüsse fielen am 11. Juli 1979, dabei töteten mehrere von Blancos Killern einen rivalisierenden Drogendealer in einer Shoppingmeile. Da die Polizei bald aufmerksam wurde, musste Blanco ein effizientes Fluchtfahrzeug für ihre Killer finden. Oft benutzten sie dann bei den Morden Motorräder, eine Technik, die sie als Pionierin in den Straßen von Medellin eingeführt haben soll. In den frühen 1980er Jahren kamen 70% der Drogen über Miami nach Amerika. Dies führte dazu, dass sich die Leichen in der ganzen Stadt zu stapeln begannen, während Griselda Blanco ihre Hände überall im Spiel hatte. In den ersten 5 Monaten des Jahres 1980 gab es in Miami 75 Morde, während es in den letzten 7 Monaten 169 waren. Darüber hinaus war 1981 Miami nicht nur die Mordhauptstadt von Amerika, sondern der ganzen Welt. In einer Zeit, in der sich kolumbianische und kubanische Dealer regelmäßig mit Maschinenpistolen gegenseitig umbrachten, waren die meisten Morde der Stadt auf die Kokaindrogenkriege der damaligen Zeit zurückzuführen. Aber wenn es Blanco nicht gegeben hätte, wäre diese Zeitperiode vielleicht nicht ganz so brutal gewesen. Blanco versetzte unzählige Menschen in Angst und Schrecken, auch ihre Mitstreiter im Drogengeschäft. Wie ein Experte es ausdrückte, andere Kriminelle töteten mit Absicht, sie haben erst geprüft, bevor sie jemanden getötet haben. Blanco hingegen hätte zuerst getötet und dann gesagt, nun, er war wohl unschuldig, das ist schade, aber jetzt ist er nun tot. Blancos vertrautester Auftragskiller war Jorge Ayala. Er erzählte später, dass, wenn Blanco einen Anschlag anordnete, dies bedeutete, dass jeder in der Nähe getötet werden sollte. Unschuldige Passanten, Frauen und Kinder, Blanco war das egal. Sie war gnadenlos, wenn sie nicht pünktlich zahlten, wurden sie und ihre Familie eliminiert. Wenn sie sie nicht bezahlen wollte, wurden sie ermordet. Wenn sie merkte, dass sie sie beleidigt hatten, wurden sie umgelegt, wird der Killer zitiert. Ayala war dabei ein williger Killer für Blanco, aber bei Kindern zog er die Grenze. In einem Fall hielt er seine Teammitglieder davon ab, die kleinen Kinder von 2 Drogendealern zu ermorden, die sie gerade getötet hatten. Trotzdem tötete Ayala versehentlich eines von Blancos jüngsten Opfern. Die Patin hatte ihren Killer geschickt, um einen anderen ihrer Auftragskiller, Jesus Castro, auszuschalten. Unglücklicherweise wurde Castros 2-jähriger Sohn versehentlich 2-mal in den Kopf geschossen, als Ayala auf Castros Auto schoss. Dann, Ende 1983, geriet Blancos 3. Ehemann in die Schusslinie. Er entführte ihren Sohn, Michael Corleone, und kehrte mit ihm nach Kolumbien zurück. Angeblich ließ sie ihn von als Polizisten verkleideten Killern niederschießen, während ihr entsetzter Sohn zusah. Sie mag ihren Sohn zurückbekommen haben, aber die Ermordung von ihrem Ehemann Sepulveda löste bald einen Krieg mit seinem Bruder Paco aus. Für Blanco war das nur ein Problem, das gelöst werden musste. Schon bald entschieden sich aber einige von Blancos Anhängern,
sich auf Pacos Seite zu stellen, darunter ein wichtiger Lieferant. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht in den 1980er Jahren beaufsichtigte Griselda Blanco eine milliardenschwere Organisation, die monatlich bis zu 2 Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten transportierte. Aber Blancos Vergangenheit holte sie schnell wieder ein. 1984 patrouillierte der Neffe ihres ermordeten zweiten Mannes Alberto Bravo vor ihren bevorzugten Einkaufszentren und wartete auf seine Chance, sie zu töten. Trotz der hohen Anzahl der Leute, die sie ausschalten wollten, ließ Blanco die Gewalt weiter eskalieren, als sie den Drogenlieferanten Ochoa töten ließ. Blanco wollte die 1,8 Millionen Dollar, die sie ihrem neuen Lieferanten schuldete, nicht bezahlen. So wurde Anfang 1984 Ochoas Leiche in einem Kanal versenkt. Zum Glück für sie verfolgte Ochoas Vater Blanco nicht, stattdessen plädierte er dafür, den Mord zu vergessen. Dies war besonders schockierend, da es von einem Mann kam, dessen Familie geholfen hatte, das Medellin-Kartell mit Pablo Escobar zu gründen. In der Zwischenzeit blieb La Madrina im Fokus nicht nur ihrer wachsenden Zahl von Feinden, sondern auch der amerikanischen Drogenbehörde. Anfang 1984 wurde die Lage zu heiß für Blanco und sie beschloss, nach Kalifornien zu ziehen. Dort konnte sie untertauchen und sowohl Bravos Neffen als auch der US-Drogenbehörde aus dem Weg gehen. Aber im November wurde Bravos Neffe verhaftet, weil er eine potenzielle Bedrohung für die Verhaftung von Blanco durch die amerikanischen Behörden darstellte. Nachdem der Neffe aus dem Weg geräumt war, konnte die Drogenbehörde endlich gegen Blanco vorgehen. Und schlussendlich 1985 wurde sie im Alter von 42 Jahren verhaftet. Später wurde sie wegen Drogenhandels zu fast 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Angeblich war dies jedoch nicht das Ende ihrer Kokaingeschäfte und noch lange nicht das Ende der behördlichen Ermittlungen zu ihren Geschäften. Solche Bedenken beiseite gelassen, begann für Blanco im Gefängnis ein neues Kapitel ihres Lebens, doch während La Madrina hinter Gittern war, richteten ihre Feinde ihre Aufmerksamkeit auf ihren Sohn Osvaldo. Im Jahr 1992 wurde Osvaldo von einem von Pablo Escobars Männern ins Bein und in die Schulter geschossen und verblutete später im Krankenhaus. Doch der eigentliche Schlag für Blanco kam 1994, als ihr vertrautester Auftragskiller Ayala zum Kronzeugen in einem Mordprozess gegen sie wurde. Dies verursachte offenbar einen Nervenzusammenbruch bei der Patin. Ayala hatte genug gegen sie in der Hand, um sie mehrmals auf den elektrischen Stuhl zu schicken. Die Zeit für Blanco lief immer weiter ab, denn wenn ihr Killer gegen sie aussagen würde, würde sie sicher in die Todeszelle kommen. Aber glücklicherweise für sie warf ein Telefonsex-Skandal zwischen ihrem Killer und Sekretärinnen aus dem Büro des Bezirksstaatsanwalts von Miami einen großen Riss in den Fall. Alaya wurde bald als Hauptzeuge diskreditiert und Blanco hatte die Todesstrafe abgewendet. Später akzeptierte sie einen Strafnachlass und im Jahr 2004 wurde sie freigelassen und zurück nach Kolumbien geschickt. Trotz ihres Glücks hatte sie sich zu diesem Zeitpunkt zu viele Feinde gemacht, um in ihrer Heimat mit offenen Armen empfangen zu werden. Im Jahr 2012 fand die 69-jährige Griselda Blanco dann ihr eigenes, brutales Ende. Mit 2 Kopfschüssen vor einer Metzgerei in Medellin wurde Blanco im Vorbeifahren mit dem Motorrad ermordet. Dieselbe Mordmethode, die sie Jahre zuvor selbst eingeführt hatte. Es war unklar, wer sie getötet hat. War es einer von Escobars Komplizen aus früheren Jahrzehnten, der einen Groll hegte, oder ein wütendes Familienmitglied von jemandem, den sie getötet hatte? Blanco hatte so viele Feinde, dass es zu schwierig wäre, dies zu bestimmen. Es ist eine Art von poetischer Gerechtigkeit, dass sie das Ende fand, das sie so vielen anderen bescherte. Sie mag sich nach Kolumbien zurückgezogen haben und nicht mehr die Art von Akteurin sein, die sie in ihren frühen Tagen war, aber sie hatte fast überall, wo man hinschaut, trotzdem noch alte Feinde.